Zeit für ein Duell. Ja, Momo, und jetzt kommen wir mit dem Knall. Danke schön, dass du da bist. Wir spielen heute wieder eine Runde Jojo. Wir werden heute wieder mit der Kampagne weitermachen. Die Wurzel des Problems beim Spielen heute. Ja, das können wir überspringen. Wir nehmen ganz mal Geschichtsdeck einfach. Wir schauen mal, mit wem wir spielen. Rock Stone, gegen Nummer 96. Okay. Nimm mal Stein. Ah, leider verloren. Schade. Na gut. Erster, zweiter. Was sind wir? Und wir sind? Ah, zweiter. Na gut. Okay. Den Brook Stone, den kenne ich gar nicht. Noch nicht gut. Gucken, was er auf Karten hat. Okay. Was haben wir hier? Einen grünen Abtappel. Okay. Okay, du legst ein Monster versteckt. Zwei Fallen oder Zauberkarten. Okay. Wir haben Ruf der Gejagten, können wir mal legen. Was haben wir denn hier? Wir beschwören diese Karte als Spezialbeschwörung. Als Effektmonster von Typ Maschine. Das Schiff hier. 2000. Ah, ist eine Fallenkarte. Ah ja, okay. Können wir die mal legen? Also können wir die mal ausnutzen und als Monster beschwören? Das ist schon mal gut. Wenn diese Karte als normal beschwört oder als speziell beschwört wird, du kannst. Deine. Eine Hand rote Apartment. Ah ja, okay. Dann machen wir doch mal. 1400, ist mal gut. Dann können wir mal uns eine Karte hinzufügen. Nein. Ah ja, okay. Einen roten haben wir jetzt hier. Was haben wir denn hier als Spezialbeschwörung? Utopia 39. Ja, super. Zwei Monster Stufe 4. Ja, das kriegen wir hin. So. Wenn ein Aufmerksamkeit auf dem Spielfeld erhält bis zur. In der Spielzeug 700 ATK. Ich denke mal, wir greifen einmal an. Wir versuchen jetzt mal die Karte zu zerstören. Ah, okay, da Riesenkeim. Ah, ist nicht gut. Wir haben jetzt 500 Schaden. Und er kann sich zwei Riesenkeims holen. Oh, holt er sich doch nicht. Okay. Okay, na gut. Dann ist wieder eine Karte versteckt. Okay. Nein. Okay, was haben wir hier? Aktiviere die Karte, indem du ATK und die bestimmt. Okay, dann können wir die kennen wir ja, ne? Vollende 7. Das, die kennen wir ja. Wir können ja mal den roten Apartment hier, den Bums hier. Da hat auch den Effekt. Okay, super. Dann können wir uns auch für die Karte holen. Aus dem Deck. Oh, dann kriegen wir den gelben. Okay, super. Aber wir können doch jetzt uns Utopia holen, ne? Ja, wunderbar. Holen wir uns Utopia 39. Opfern die beiden. Und dann haben wir schon mal ein sehr starkes Monster. 2500. Ist doch mal nicht schlecht. Wir haben Angriff, bitte. So. Das ist doch gar nicht so übel. Wir könnten nochmal so ein... Wenn dann auf das Monster auf dem Spielfeld und erhält bis zum... Spiel 700 ATK. Hm. Ich denke mal, die sparen wir uns auf. Die greifen wir trotzdem mal die Karte an. Er hatte keine Fallenkarten gehabt. Sonst hätte er die ja schon längst aktiviert. Er hat wieder den riesen Time. Okay. Kriegen wir zwar wieder 500 Schaden. Und wird er sich jetzt einen riesen Time aus dem Deck? Nee. Da hat er wahrscheinlich den dritten riesen Time auf der Hand. Und man kann die ja nur aus dem Deck ja legen. Wahrscheinlich wird das auch jetzt ein Riesenkeim sein. Nein. Wir haben wieder den gelben gekriegt. Wir könnten mal beschwören. Den gelben. Der gelbe hat auch so einen Effekt. Ja, wunderbar. Nein. Dann kriegen wir den grünen. Okay. So, wenn wir jetzt noch einen beschwören können, dann können wir wieder so eine Utopia holen. Das ist auch nicht schlecht. So, greifen wir mit dem gelben hier einfach mal seine Fertigkeit an. Und ich glaube mal, das wird der Riesenkeim sein. Der dritte. Ja, das ist der dritte Riesenkeim. So, er hat ja drei Riesenkeime gehabt. Jetzt können wir doch nochmal den hier beschwören. Machen auf unserem Utopia rauf. 3200. Machen wir den nächsten auch noch rauf. Machen Utopia ein bisschen stärker nochmal. 3900. Und greifen mit Utopia direkt auf die Lebenspunkte an. So, komm. Nummer 39. 96 meinte ich.
zack, 3900 Schaden. Ja. Siehst du, das schmeckt, das schmeckt. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Okay, und was ist das hier für einer? Nein. Nein. So, okay. Wenn die Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, du kannst 800 Lebenspunkte zahlen, annulliere den Angriff. Ah, okay. Sehr interessant. Was haben wir denn hier? Expresszug. Ein Zug, okay. Wir könnten, ich würde mal sagen, wir holen uns hier den Grün. Wir spenden den Grün. Genau, können wir Effekte aktivieren. Und uns nochmal einen roten. Ja, super. Moment, er hat doch dann. Wir könnten jetzt wieder so eine Fusion machen. Aber Moment, er hat doch hier ein Monster. Also wenn diese Karte als Ziel für einen Angriff gewährt wird, du kannst 800 Lebenspunkte zahlen, annulliere den Angriff. Er würde ja jedes Mal 800 Lebenspunkte zahlen, wenn wir angreifen. Und wir haben doch drei Monster. Dann greifen wir doch mit den drei Monster einfach dann Monster einfach an. Nein. So, zahlt er 800. So. Ah. Okay, jetzt haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Wir können nur zweimal angreifen. Jetzt zahlt er wieder 800 Lebenspunkte. Weil mit dem Monster, mit dem gelben, können wir gar nicht angreifen. Weil dann würden wir unser eigenes Monster zerstören. Ah, schade. Können wir nur zweimal angreifen. Okay. Aber er hat zumindest 1600 Lebenspunkte verloren. Okay, liegt hier noch ein Monster hin. Oh, verkürzte Schwerter. Okay. Okay. Okay, holt er sich noch wieder den Riesenkeim. Wir können nicht angreifen. Okay, das ist jetzt nicht so. Was ist das hier? Kein Zugzwang. Ändere alle Monster im Angriffspunkt in Verteidigungsposition. Ja, das ist doch in Ordnung. Können wir mal legen. So, dann würde ich sagen, jetzt machen wir so eine Spezialbeschwörung. Holen uns nochmal Utopia 39. Opfern die beiden. Damit wir wieder ein starkes Monster haben. Sehr gut. Im Angriff. So, und dann holen wir uns den Expresszug hier. Mit 1800 im Angriff. Dann müssen wir leider auch noch einen Zug landen. Wegen verkehrter Stadt. Aber er kann sich nur drei Runden Verteidigung, dann können wir wieder angreifen. Okay, er klappt so einen Igel. Okay, er macht auch eine Fusion. Okay. Nummer 39, Finsternis-Nivel. Ah ja. 100 ATK, 1000 Verteidigung. Okay. Warum greifst du an? Ja, wir opfern mal. Schmeißen wir einen weg. Können wir den Angriff von ihm blocken. Das ist schon mal ganz gut. Aber warum greifst du an? Irgendeine Fähigkeit muss die Karte haben. Müssen wir uns mal durchlesen. Eine beliebige Spiel, wenn ein Angriff mit dieser Karte auf ein Monster Gegner gehört wird, okay. Halbiert die ATK des Monsters. Dann ist Gegner. Falls du tust, erhält die Karte so viel ATK. Achso, okay. Er könnte die Karte in Hälfte halbieren und kriegt dann die als Angriffspunkte. Okay, sehr gut. Für jeden Gegner. Für Lift Points, dann gibt ja 500 Schaden zu für jedes Monster im Spielfeld. Ja, das ist doch in Ordnung. Das machen wir doch einfach mal. So, dann haben wir den Ruf der Gejagten. Können wir aber nicht gebrauchen. Wir können aber unseren Roten beschwören hier. Dann können wir den Effekt wieder aktivieren. Und ziehen wieder eine Karte. Hier sind gelben. Und wir können uns wieder Utopia holen. Spezialbeschwörung. Sehr gut. Opfern die beiden. Dann haben wir dreimal Utopia. 39. Okay. Das ist gar nicht so verkehrt. Damit können wir uns auch mit schützen, weil wir mit die Karten abwerfen. Er kann dann angreifen. Und warten wir einfach so lange, bis die verritterischen Schwerter weg sind. Ja. Achso, jetzt muss ich irgendwie eine Karte wegwerfen. Ja, aktivieren wir die mal.
Okay, holen wir die wieder. Nein. Oder wird die zerstört? Achso. Nee, wir können nur die Karte aktivieren. Ja gut, jetzt haben wir die Karte aktiviert. Na gut, egal. Ist nicht schlimm. Die zweite Runde. Eine Runde kann auch noch. Was machst du? Du ploppst dein Igel. Okay. Oh, diesmal willst du nicht angreifen. Okay. Diesmal willst du nicht angreifen. Okay, okay. Gut. Was haben wir hier? Falls du ein Monster von Typ Maschine kontrollierst. Wähle ein Monster von Typ Maschine, der so viel oder niedriger in deinem Friedhof beschwört ist als Spezialbeschwörung. Okay. Gut, wir haben jetzt hier. Was haben wir denn hier noch? Ja gut, im Prinzip. Wir können mal den aktivieren hier. Wir geben ihm normale. Oh, 1500. Okay, Schaden. Wegen drei Monster hier. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Und Bettenanzug einfach. Weil da sind die Verräter schwer auch weg. Dann können wir auch angreifen. Und? Was machst du? Willst du angreifen? Okay, dann können wir einmal Utopia benutzen. Werfen eine Karte ab. Wir schützen unser Monster. Sehr gut. Okay. Können wir hier noch was machen? Wir könnten jetzt noch ändere alle Monster in Angriffsposition in die Verteidigungsposition. Könnten wir ja machen, ne? Er ist ja noch dran. Das heißt, wir ändern jetzt alle Monster erstmal in die Verteidigungsposition. Dein Monster geht auch in die Verteidigungsposition. Und jetzt sind wir dran. Dann können wir wieder alle in die Angriffsposition setzen. Ich glaube, dass dieser Effekt einfach nur von ihm nur in der Angriffsposition funktioniert. Was haben wir hier? Wir können hier eine Spezialbeschwörung machen. Ah ja. Okay. Brauchen wir das? Müssen wir das machen? Glaube ich ja nicht. Wir können aber den roten nochmal beschwören. 1300. Und dann greifen wir einfach mal an. So. Du greifst mal den komischen Igel an. Nein. 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 Okay, war gut. Ah, okay. Das war dann auch wieder nicht gut. Selbst wenn wir jetzt die Karten angreifen, können die, glaube ich, nicht zerstören, ne? Ne, können die nicht zerstören. Schade. Ja, was machen wir jetzt? Müssen wir einen Zug beenden. Okay, hat er sich noch einmal geschützt? Wird er wahrscheinlich jetzt wieder in den Angriff gehen? Holt sich nochmal so einen Riesenkrein. Okay. Und greift ihn wieder an, oder? Nee, greifst nicht an. Warum greifst du nicht an? Wir haben noch hier diesen Express bekommen. Wir können aber mal versuchen anzugreifen. Das müsste jetzt eigentlich gehen. So, du greifst mal den Igel an. Na? Und 2500 und wir haben gewonnen. Tja, Nummer 96. So leicht geht das. Ha. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch ein Video und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Würde mich mega freuen, mich mega unterstützen. Würde mich auch mega freuen, wenn es nichts mehr wieder dabei seid, wenn das heißt eine weitere Folge. Jojo. Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!